Ich bin erleichtert, Sie haben es alle mitbekommen. Gestern gab es in Duisburg eine Festnahme. Ein polizeibekannter islamistischer Gefährder, der unter Terrorverdacht stand, befindet sich seit gestern im Gewahrsam der Polizei. Der 29-jährige Mann wurde in seiner Wohnung festgenommen. Über 50 Kräfte der Polizei waren im Einsatz, dabei auch Spezialeinheiten. Es gab Hinweise, dass dieser Mann einen Anschlag plant. Und durch Ermittlungen konnten seine Pläne im Laufe des Tages dann weiter erhellt werden. Schließlich wurden die Ermittlungen konkret genug, um einzugreifen und den Mann unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Die Polizei hat die Wohnung unverzüglich durchsucht. Es konnten Beweise wie unter anderem Datenträger beschlagnahmt werden. Bei der ersten Auswertung der Datenträger ergaben sich weitere Anhaltspunkte, die seine Pläne veranschaulichten und den Tatverdacht gegen ihn untermauern. Die weiteren Ermittlungen müssen die Anschlagpläne jetzt konkretisieren. Wir können und wir wollen einen Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten oder im Israel nicht ausschließen, können es aber auch nicht bestätigen. Offensichtlich hat sich der Mann über mögliche Anschlagsziele informiert, also in Bezug auf pro-israelische Demos, aber auch hier laufen die Ermittlungen noch. Zum Tatverdächtigen selber noch. Auch wenn der Hinweis von einem ausländischen Geheimdienst kam, ist der Verdächtige kein Unbekannter bei uns. Der 29-jährige Deutsche reiste 2013 nach Syrien und schloss sich dem Islamischen Staat an. Er kam 2016 zurück nach Deutschland und wurde bei der Einreise unverzüglich am Flughafen Frankfurt festgenommen. Er wurde dann wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, IS, zu 5 Jahren Haft verurteilt. Seitdem lebt er in Duisburg. Nach allem, was wir wissen, handelt es sich um einen Einzeltäter. Alles unter Vorbehalt. Die Ermittlungen müssen zeigen, ob sich das bestätigt. Die Polizei ermittelt unter Hochdruck seit gestern. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen Einsatzkräften bedanken, sowohl denen, die auf der Straße dabei waren, als auch die, die jetzt ermitteln. Das Wichtigste ist, wir sind rechtzeitig vor die Lage gekommen und haben ganz schnell gehandelt. Das sind die beiden Schlüsselsätze. Aber ich will noch ergänzen, ein wichtiger Hinweis, dass das, was ganz Gefährliches in der Pipeline ist, kam aus dem Ausland. Und wir sind froh, und ich will das auch positiv benennen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Ausland mit uns so gut zusammenarbeiten, dass über Grenzen hinweg Zusammenarbeit super funktioniert. Ich wünsche mir allerdings, dass wir diejenigen sind, die die Hinweise geben und nicht bekommen. Auf Dauer ist das sicherlich nicht klug. Und ich möchte, dass wir diejenigen sind, die über alle Möglichkeiten, auch rechtliche, verfügen, solche Taten aufzuspüren und dann auch unverzüglich handeln zu können. Das gebietet eigentlich die aktuelle Sicherheitslage. Ich wünsche mir schon, dass diejenigen, die Gesetze da verändern können in Berlin, vielleicht darüber nachdenken, an welchen Stellen wir da nachschärfen müssen. Die Sicherheitsbehörden im Alltag brauchen solche Möglichkeiten.